Hallo und herzlich willkommen hier bei Jotten im Angel. Mein Name ist Jonas. Das ist der Klaus. Ich bin auch dabei. What the? Das ist alles für euch, Leute. An dieser Stelle möchten wir euch nochmal sagen, dass es uns leid tut, dass so lange kein Video kam. Aber es war einfach viel zu viel in unserem privaten Umfeld los, um das Video fertigzustellen. Dennoch können wir euch jetzt voller Stolz unser neuestes Video präsentieren. Also zurücklehnen und viel Spaß. Drillend möchten wir euch hier zu unserem neuen Video begrüßen. Wir haben es endlich wieder ans Wasser geschafft. Und ich habe es gerade noch gedacht, die Route könnte direkt gleich laufen. Ich weiß nicht, ich hatte ein gutes Gefühl. Wir hatten gerade einen ganz leichten Regenschauer, der Himmel ist komplett zugezogen. Deswegen habe ich die andere Kamera aufgestellt und sie ist tatsächlich abmarschiert. Ich glaube es ja nicht. Unfassbar. Jetzt mal schauen, ob danach noch was rauskommt. Ich bin guter Dinge. Über die geflochtene Schnur merke ich jetzt gerade, dass auf jeden Fall was hängt. Fühlt sich noch nicht allzu dick an, aber hey, endlich mal wieder Fisch am anderen Ende der Schnur. Yippie! Ich glaube irgendwie, der hängt nicht mehr. Aber dann ist es eigentlich ausgehen. Doch, doch, der Fisch bin ich dran. Bist du den kleinen Kamm? Ich war doch den großen. Nico und ich wechseln uns ja immer ab beim Drillen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein kleiner Gummer. Der zählt. Der nicht zählt, deswegen, wir sagen immer, erst ab 25 Kilo zählt. Nein, tun wir nicht. Oh mein Gott, aber das ist nice. Hängt da was? Gar nicht so schlecht, doch. Gerade. Das ist da lang. Schuppi. Ein Graser. Das ist ein Graser, Alter. Nee. Du nee. Wolltest, du wolltest ihn nicht. Du, was für du wolltest ihn nicht? Guck dir, es ist kein Gras, es ist ein Graser. Ja, ja. Was ein Alter, und was ein Brett. Der Peser. Der erste Graser hier im Gewässer. Graserkönig Nummer 1. So, pass auf. Das kannst du mir jetzt gleich noch erzählen, was du hier wieder am Haken hast. Jetzt. Ja, das ist so ein kleiner Insider unter Nico und mir. Und zwar hat es Nico in unserer gesamten Angelkarriere noch nicht geschafft, einen Graskarpfen zu fangen. Und irgendwie habe ich immer ein Glück ohne Ende. Egal wer am Drillen ist, wenn ein Graskarpfen dran hängt, bin immer ich dran. Und jetzt hier am See, den wir noch gar nicht lange beangeln, hängt jetzt wieder ein Graskarpfen. Die geben jetzt vom Ufer natürlich nochmal Gas. Aber es ist einfach nice. Nico nennt mich schon immer den Graskarpfenkönig. Weil irgendwie klappt es immer bei mir an den unterschiedlichsten Gewässern. Und noch sind wir nicht safe, aber es sieht schon gut aus. Der ist ja, aber saudick. Der ist gut, der ist fett. Der sieht von der Seite aus wie ein... Ah, schon drin? Ja, der sieht von der Seite aus wie ein Schuppi. Hey, Freude pur, merci fürs Catchern. Ja, Mann. Cool. Ja, Leute, was soll ich sagen? Mein neuer Graser PB liegt jetzt hier in meiner Hand. 19 Kilo. Pure Gewalt, unfassbar. Direkt vom Ufer machen die natürlich nochmal richtig Rambazamba. Und da bin ich schon mal richtig Stichwort. Ein Rambazamba Boilie mit einem Rambazamba Popper war hier das Mittel zum Erfolg. Boosted Version 20 mm plus ein 15 mm Pops in Gelb obendran. Und hier ist das Ergebnis. Kann man mal machen. Schöner Einstand in die Session. Ich bin gespannt, was noch kommt. Jetzt zieht es erstmal zu. Und wir widmen uns jetzt gleich mal dem geilen Essen, das der David schon wieder für uns vorbereitet. Yes! Dass wir mit so einem Fisch in die Session starten, konnte wirklich keiner wissen. Und um das Gebühren zu feiern, hat David aufgetischt. Und zwar richtig.
nach einer gefühlten Ewigkeit hat es David es endlich geschafft, das Essen fertig zu machen, beziehungsweise der Braten ist jetzt endlich mal schön durchgeschmort. Sieht richtig gut aus, schön saftig, und wir hauen jetzt erstmal den Bauch voll, bevor morgen früh dann wieder startet mit Angeln. So ein aufwendiges Essen gibt es bei uns immer nur, wenn wir mit David unterwegs sind. Aber mich würde mal interessieren, was gibt es denn bei euch so? Was war euer aufwendigstes Essen, was ihr bisher gekocht habt am Wasser? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich lasse mir das jetzt schmecken, es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Im Zelt aufwachen und die Sonne im Gesicht haben. Es gibt auch nichts Schöneres. Oftmals sind es die kleinen Dinge, die das Karpfenangeln so besonders machen. Und wenn man dann noch weiß, dass die Fische in der Sling auf einen warten, hat man wirklich alles richtig gemacht. Guten Morgen, Freunde. Es ist ein wunderschöner Morgen angebrochen. Für uns der erste Morgen jetzt hier wieder aus dem Zelt raus. Und es lief einfach richtig gut. Gestern Abend ging es ja schon gut los. Wir haben richtig, richtig dicken Graser fangen können. Dann gab es noch ein Weltklasse-Essen von David, der uns hier wieder mal richtig verwöhnt. Und dann war es erstmal ruhig. Heute Morgen, seit Sonnenaufgang bis jetzt, hat es dann dafür wieder richtig geklappt. Das Futter hat gewirkt, das wir gestern Abend noch verteilt haben. Und wir konnten ein paar Fische fangen, die wir euch nachher zeigen. Für uns wird es jetzt jedoch Zeit, nochmal die Köder zu erneuern. Für mich kommt wieder ein 16 mm Pops oben drauf. Jetzt hier eingelegt in den Minamino Liquid, einfach um dem noch ein bisschen mehr Attraktivität zu geben. Und unten drunter unter den Snowman kommt da noch ein 20 mm Boosted Boilie. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Jetzt wird erstmal die Rute neu gelegt, weil die jetzt schon eine längere Zeit lang lag ohne Aktion. Und ich bin mir sicher, wenn sie nochmal ein bisschen besser liegt, dann kriegen wir auch wieder einen Biss. Zum Karpfenangeln gehört so viel mehr dazu, als nur Fische zu fangen. Für uns ist es wichtig, die Augen aufzumachen, die Natur zu genießen und einfach mal zu sehen, wo wir uns eigentlich befinden. Für viele ist es nicht selbstverständlich, in der Natur zu übernachten, in der Natur aufzuwachen und einfach die Natur zu spüren. Jetzt war es aber höchste Zeit, die Ruten rauszubringen. Zum Glück lief das alles wie am Schnürchen und schneller als gedacht hatten wir alle Ruten wieder im Rennen und sie waren ready für den nächsten Fisch. Guten Morgen, Freunde, hier ist mein heutiger Wecker, ein kleiner Schuppi, der hat uns kurz nachdem wir die Routen gefahren haben, wieder aus dem Bett geklingelt, mega schöner Fisch und kurz danach lief noch ein etwas größerer und den zeige ich euch jetzt. Hier haben wir den schönen Schuppi, der lief kurz nach dem kleinen ab, richtig schöner Kessel hatte, mega geil, 11 Kilo, nicht der größte, aber einfach mega Fisch, seit langem mal wieder einer, über 10 Kilo, ich freue mich mega, einfach geil. Und jetzt zeigt euch Jonas, was er noch überlisten konnte. Nico hat euch seine zwei tollen Fische schon gezeigt. Bei mir hat es auch noch mal geklappt. Es ist natürlich kein krasser Graskarpfen, aber dafür ein kugelrunder Spiegler. Hoch wie breit und lang. Also wirklich ein schöner, runder, kleiner Fisch. Wie Spiegelkarpfen halt normalerweise aussehen. Der ist ziemlich zeitgleich mit Nico sein abgelaufen. Deswegen war da wieder kameratechnisch alles natürlich ein bisschen hektisch. Aber im Endeffekt können wir euch jetzt hier den auch vor die Linse halten. Und es bestätigt wieder mal, dass unsere Köder aufgegangen sind, unsere Spot voll aufgegangen ist. Und jetzt zeigen wir euch noch schnell, beziehungsweise erklären wir euch noch schnell, wie unsere Spots eigentlich aussehen und wie wir uns dafür entschieden haben gestern Abend. Die Matte war noch gar nicht abgebaut. Da lief der kleine Spiegler hier ab. Ziemlich stark im Drill. Und ein wunderschöner, makelloser Fisch. Die Fische sind jetzt versorgt. Wir haben gesagt, wir erzählen euch noch ein bisschen was zu den Spots. Gestern Abend sind wir angekommen.
Wir befinden uns hier wieder an einem 30 Hektar Baggersee, der uns nicht unbekannt ist. Hier an dem Gewässer waren wir jetzt schon ein paar Mal angeln, deswegen wussten wir schon ungefähr, wie die Struktur aussieht. Wir sind gestern Abend trotzdem erst mit dem Echolot drüber gefahren und haben uns dann eigentlich wieder für schöne Stellen entschieden. Genau. Wie er es gesagt hat, erstmal grobes Lager aufgebaut, weil doch Regen angekündigt war und es war auch schon recht dunkel. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen das erste Mal die Zelte auf, stellen die Liegen rein, damit das Ganze schon mal im Trockenen ist. Dann haben wir alles aufs Boot gepackt, beziehungsweise Echo, bisschen Futter. Sind dann mal losgefahren, haben mal geschaut, wie sehen die alten Spots aus, die wir sonst immer befischt haben. Sehen wir dort Fische auf dem Echo oder Fraßlöcher, je nachdem wie tief wir ablegen. Haben dann dort uns für schöne Spots entschieden und bisher lief es ja ganz gut. Ganz genau, wie gesagt, Nico hat es richtig erwähnt, wir sind mit dem Boot losgefahren, haben gleichzeitig noch natürlich die Wasseroberfläche beobachtet und sind auch erstmal die Stellen angefahren, die wir ja, mit Fisch ausfindig machen konnten. Also Stellen, an denen man Fische halt springen sehen, Stellen, an denen man Fische buckeln sehen. Haben uns dann dort, wie gesagt, die Stellen nochmal genauer angeschaut. Wie Nico gesagt hat, haben geschaut, sehen wir unter Wasser irgendwelche Fraßlöcher, sehen wir irgendwas, was ja, uns einen Anhaltspunkt gibt, nach dem Motto, hier fressen die Karpfen, hier können wir sie abgreifen. Und es hat auch genau so geklappt. Und gestern Abend lief es richtig gut an. Erstmal ein richtig schöner Graskarpfen für mich. Dann heute Morgen, als die Ruten nochmal lagen, lief es eigentlich perfekt weiter. Da lief dann klack, 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 klack. Dann war quasi Nico seine erste Rute, dann waren wir wach. Dann lief bei mir noch ein Spieler und dann lief bei Nico natürlich noch ein richtig, richtig schöner Fisch. Und anschließend noch bei David einer. Also besser kann es gar nicht starten. Und du hast eigentlich recht flach abgelegt, gell? Die genau. Route, die zweimal gelaufen ist. Genau, meine Routen liegen auf 2,5 bis 3 Meter. Ich konnte sie auf Sicht ablegen. Also ich bin am Boot, habe mich vorgebeugt, habe geschaut, wo kommt das Blei runter, ob da Graut ist oder nicht. Ganz sanft abgelegt, schön gestreckt. Baits direkt drüber gefüttert, vor allem halt Mais, dass mein Köder direkt in einem kleinen Maisfeld drin liegt. Außenrum dann noch ein paar Boilies verteilt, sowie Pellets. Und es scheint ja recht gut zu geklappt zu haben. Die zweite Route liegt sogar noch flacher. Die lag auf, würde ich jetzt mal sagen, Meter, ne? Zwischen 1 Meter und 1,50 Meter. Ja, eher Meter, glaube ich. Ja, also sehr, sehr flach. Direkt neben einem frischen Fraßloch, das wir gesehen haben. Da waren einige, gell? Da waren einige, auf jeden Fall, ja. Das war auch eine schöne Sandbank. Die ist im Normalfall immer voll mit Kraut, hatte David gesagt. Dieses Jahr gar nicht, fast gar kein Kraut drauf. Deswegen haben wir gedacht, dort legen wir ab und wurden mehrfach belohnt. Wobei ich auch den einen oder anderen Aussteiger zu verzeichnen hatte, weil das Blei nicht rechtzeitig ausgeklinkt ist. Genau. Was noch interessant war bei Nico, seinen Fraßstellen-Spot, sag ich mal, beziehungsweise dem einen flachen Spot, da war auch heute Morgen alles Futter weg. Ja. Also die haben dort gefressen, wir haben heute Morgen nochmal nachgefüttert. Das Ganze haben wir jetzt wieder mit Mais, Bohnen und Weizen war im Mix. Hanf war auch noch drin. Genau, das haben wir natürlich auch über unseren Spot großflächig verteilt, einfach um die Fische ein bisschen zum Suchen zu animieren. Und die fressen da sowieso, also sind die auch gewohnt, dort was zu finden. Und das haben wir uns jetzt eben so vorgestellt. Meine Spots waren ein wenig anders, da haben wir die Fische tatsächlich visuell gesehen, über einem Bereich, sag mal, also eine auslaufende Kies-Sandbank zwischen 4 und 6 Metern, also habe ich ein wenig die tieferen Spots diese Session gewählt und da haben wir natürlich nichts unter Wasser sehen können. Das war auf gut Glück, sag ich mal, abgelegt, der lag zwar richtig schön hart, aber dort haben wir eben die Fische gesehen. Das war für uns eigentlich noch ganz interessant zu sehen, eine Stelle haben wir die Fische gesehen, bei der anderen haben wir gesehen, dass sie gefressen haben und das hat super geklappt. Jetzt, wie gesagt, der erste Morgen ist angebrochen. Bis jetzt ging leider nichts mehr. Der Wind ist mega aufgefrischt. Mhm. Dafür kommt die Sonne raus und es ist eigentlich richtig, richtig schönes Wetter, was es so ist. Bisher ist echt noch gut. Ich hoffe, dass der Regen wegbleibt und erst kommt, wenn wir hier wieder alles zusammengebaut haben und einen Bus haben. Weil Regen hatten wir in letzter Zeit genug. Da können wir jetzt echt mal drauf verzichten. Solange der Wind da ist, ist noch okay. Ist zwar vielleicht ein bisschen bescheiden zum Routen rauslegen bzw. abspannen, weil das dann auch oft das lose Kraut noch in die Routenspitzen oder in die Schnur reintreibt, aber damit sollte man klarkommen. Genau, jetzt lassen wir den Tag mal ein bisschen voranschreiten, machen uns vielleicht noch eine zweite Tasse Kaffee und widmen uns nachher noch mal ein bisschen den Rigs und den Montagen und dann schauen mal, ob noch was passiert. Genau.
Warte, ich bin hier eingewickelt. Dann warte, ich muss ja erst rausdrehen. Ach, du filmst nicht? Ich hab auch gehört. Ja, der Tag ist jetzt schon langsam vorangeschritten, ist wieder richtig schönes Wetter, der Himmel ist aufgeklärt, vereinzelt ziehen noch ein paar Wolken über den Himmel. Nico, seine Befürchtung mit dem Regen sind bis jetzt noch nicht wahr geworden, das passt also alles soweit. Und wir haben gedacht, wir erklären euch noch kurz unsere Montagen. Unsere Montagen liegen aber noch auf ihren Plätzen, weil wir jetzt eigentlich jederzeit noch mit dem Biss rechnen und eigentlich hoffen, dass auch mal wieder der Bissanzeiger aufschreit. Wobei wir jetzt feststellen mussten, dass über den Mittag tatsächlich sehr, sehr wenig ging, beziehungsweise gar nichts. Gerade am Morgen ist ja eigentlich wunderbar gestartet. Wir haben gedacht, jetzt läuft es den ganzen Mittag. Aber da sieht man mal wieder, dass wir tatsächlich nicht in den Holding Areas abgelegt haben, sondern wie es aussieht auf den Zugrouten. Und da kommen sie wahrscheinlich, wie es aussieht, nur in den Morgenstunden und in den Abendstunden vorbei. Und da beißen sie dann auch. Jetzt müssen wir den Tag über ein bisschen noch die Spots beobachten. Vielleicht zeigen sie sich woanders und wir können die Holding Areas ausmachen. Aber nochmal zurück zum Thema Montagen. Wir haben jetzt hier nochmal unsere Montagen quasi Step by Step nachgebaut. Und zwar geht es eigentlich los mit unseren Routen und Rollen, zu denen wir noch was sagen werden. Da habe ich jetzt, weil ich auf der höheren Entfernung fische, geflochtene Schnur drauf, einfach um einen direkteren Kontakt zu haben zum Fisch. Nico fischt nicht ganz so weit draußen, hat deswegen seine monofilen Spulen drauf, um einfach ein bisschen einen Puffer zu haben, damit der Fisch nicht aussteigt, wenn es dann einfach in die entscheidenden Drillszenen geht. Damit ich auch noch ein bisschen eine Pufferung habe bei meiner geflochtenen Schnur, habe ich hier eine Monoshock Leader 2.0 von Mika drauf. Das ist eine dicke, monofile Schnur, die bietet zum einen Abriebschutz und zum anderen eben noch einen entsprechenden Puffer nachher, damit ich auch, wenn ich den Fisch dann sehe, noch ein bisschen Pufferung habe und die geflochtene Schnur, wie gesagt, keinen Aussteiger dann verursacht. An das Ende von der Monoshock Leader kommt dann bei mir ein 90 cm langes Stück Leadcore. Das ist auf so einem Promopack und das Ganze endet hier in einem Quick-Chain-Swivel und das setze ich dann eben ein. Auf diesen Entfernungen, die ich jetzt fische heute, setze ich hier einen Safety-Clip ein mit einem 200 Gramm Blei. Einfach, weil ich nachspannen muss, wie eine große Entfernung fischen und da möchte ich keinen Schnurbogen drin haben und ich möchte eben die Montage beim Nachspannen nicht verziehen. Genau, wir setzen hier auf einen Metal Bolt Clip 3, auch von Mika. Der ist der Vorteil, es ist ein Metallclip hinten und wir haben uns die Erfahrung gemacht, dass hier das Blei sehr, sehr zuverlässig ausklingt. Sprich, es ist jedes Mal, wenn Fisch tatsächlich beißt, weg. Wenn kein Fisch beißt, ist das Blei noch dran. Also von dem her passt es wunderbar. Bei den Entfernungen setze ich darauf, weil ich eben nicht möchte, dass der Fisch, bis ich dann beim Fisch bin, ein Gewicht hat, um den Haken ausschütteln. Das heißt, sobald sich das Blei hier ausklingt, hat der Fisch kein Spiel mehr, kein Gewicht mehr, mit dem er den Haken rausschütteln kann. Und ich kann ihn dann quasi an freier Leine ohne Blei drillen. Genau, dann sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort Haken und Rig. Da haben wir jetzt hier eigentlich uns kein Hexenwerk ausgedacht, hier an dem Gewässer. Wir angeln relativ simple Rigs. Ich habe an der einen Route nochmal das gleiche, wie ich jetzt hier auch habe, und zwar einen Kombi-Rig. Das heißt, wir haben hier quasi ein, wo ist denn hin? Hier. Ein Flu-Carbon-Teil in dem Rig, dann Verbindungsknoten und ein kleines geflochtenes Haar. Das ist einfach dann eine super Kombination aus Steifigkeit und Flexibilität, dass ich meinen Köder und meinen Haken schön bewegen kann, aber eben auch schön ablegt beim Ablegen der Rute. Das hat jetzt soweit geklappt. Beim Graskarpfen saß der Haken auch super, bei meinem kleinen Spiegler auch und es hat eigentlich soweit gepasst. Bei Nico haben wir natürlich ein bisschen umdisponieren müssen. Auf der einen Route hat er einen einzelnen Pop-Up, mittlerweile am Multirig, nachdem er da zwei Aussteiger an einem anderen Rig hatte. Und an seiner zweiten Route fischt er ein ganz klassisches Line-Liner-Rig. Heißt, so wie ihr es alle kennt, aus unseren anderen Videos, verlinken wir sonst hier auch nochmal, wie man das Ganze bindet. Da brauchen wir jetzt ja nicht weiter drauf eingehen. Ja, ich habe es angesprochen, kleine Pop-Ups, die Nico angelt. Und wie jetzt so ganz Köder aussehen, erzählt euch jetzt Nico. Nachdem Jonas jetzt die Rigs sehr gut erklärt hat, kommen wir nun zu den Ködern.
Und zwar fischen wir heute sehr auffällige Köder, das heißt flugelbe Poppies mit einem Boilie drunter, in dem Fall 20 mm Rambazamba Boilie als Schneemann. Und zwar nehmen wir hier einfach einen 16 mm Poppy, wie gesagt flugelb, schneiden den unten ein kleines bisschen an, damit er eine gerade Fläche hat. Das gleiche machen wir beim Boilie, setzen die dann aufeinander, passen das Rig bzw. das Haar dementsprechend an, dass es auch die richtige Länge hat, und dann kommt die Rute ins Wasser. An der anderen Rute mache ich es ähnlich, allerdings habe ich dort auf einen kleinen Köder gesetzt, aber auch auffällig, und zwar einen 12 mm Poppy, einzelner Köder. Das habe ich so gemacht, dass ich die Fische nur mit einem bisschen Mais anlocke und den Köder dann direkt auf dieses Maisfeld lege und hoffe, dass sie dann so schnell über das Maisfeld rüberziehen, dass sie den Poppy gleich mit einsaugen, ohne vorher drüber nachzudenken. Bei Jonas sieht es ziemlich gleich aus, nur er fischt zwei Schneemann-Montagen und konnte auch schon gut Fisch fangen. Ich konnte auch schon gut Fisch fangen, sowohl auf den großen Köder als auch auf den kleinen Köder. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Die Köder, die man fischt, die füttert man. Mit Poppies geht das Ganze schlecht. Deshalb füttern wir hier Boilies. Und zwar auch die 20 mm Boosted, also wieder Hakenköder. Sowie also auch die kleine Nummer kleiner. Einfach um ein bisschen unterschiedliche Ködergrößen ins Spiel zu bringen. Das Ganze füttern wir dann großflächig um unseren Köder herum. Des Weiteren hat Jonas zu Hause schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar hat er sich hingesetzt und angefangen, Hartmais, Weizen und Hanf zu kochen. Das Ganze ist inzwischen eine richtig cremige Substanz und verbreitet somit unter Wasser sehr viel Lockstoff. Um den Lockstoff noch ein bisschen zu erhöhen, haben wir auch noch Pellets dabei. Damit verteilen wir auch noch ein paar vereinzelt über den Platz. Wir haben das diesmal so gemacht, dass wir jeweils einen großen Futterplatz angelegt haben. Das heißt, wir haben dort richtig gut was an Futter reingeworfen. Mehrere Hände voll Boilies, dann Mais, Weizen, Hanf, natürlich alles drüber. Also sehr, sehr viel Futter an dem Platz. Und bei den zweiten Routen haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, wir schauen so einzelne Plätze an, kleine Plätze, und legen dort einzelne Fallen. Das heißt, nicht so viel Futter, viel wenig Attraktivität. Einfach einen kleinen Köder hin, eine Schippe Mais, vielleicht eine Handvoll Boilies, somit dass der Fisch auch gleich beißt, wenn er den Futterplatz erreicht. Ist bisher ganz gut aufgegangen, und das, denke ich mal, werden wir für die folgende Nacht bzw. den folgenden Abend beibehalten. Geht da nichts über einen guten Kaffee. Kein Schleichwerbung. Ich schneide dir die Schnur ab, wenn es wieder ein Gras ist. Wir waren gerade noch am Kuchen essen, Kaffee trinken und ein bisschen Nachmittag genießen. Und jetzt stehe ich hier mit krummer Rute. Das war wieder das Kombi-Rig mit dem Schneemann, wie das abgelaufen ist. Wir sind noch ein wenig weiter draußen. Aber mit der geflochtenen Schnur ist gar kein Problem, den Kontakt zum Fisch zu spüren. Und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Das Wetter ist langsam wieder ein bisschen bedeckter, aber die Fische scheinen sich zu stören. Toll. Im letzten Spiel habe ich schon gesagt, lang, breit, wie hoch. Aber der hier erfüllt das Ganze natürlich auch. Der hat einen richtigen Kessel unten dran.
ist ein richtig schöner, charakteristischer Fisch. Unglaublich. Also, der sieht quasi aus wie ich vor 2 Jahren. Hinten die Kamera wieder lachen, genauso wie ich gerade. Genau, nee, richtig, richtig schöner Fisch. Sehr charakteristisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der wird dem, ja, der wird der Bezeichnung Spiegelkarpfen wieder mal gerecht. Sieht ganz, ganz anders aus wie die Schuppenkarpfen natürlich. Hat richtig schöne Schuppen teilweise. Hier vorne auch, Richtung Schwanzwurzel. Unfassbar toll. Cooler Fisch, der uns jetzt hier den Nachmittag versüßt. Jetzt wird die Rute wieder rausgebracht in der Hoffnung, dass noch die Mutter von dem schönen Spieler hier einsteigt. Schön. Wie ihr seht, ich bin wieder am Drillen, diesmal mit Jonas an der Route. Wir haben uns wieder abgewechselt. Der Fisch sitzt schon wieder im Freiwasser. Ich sehe schon, wie er hochkommt. Scheint kein großer zu sein. Aber trotzdem freut mich, dass wieder was gelaufen ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich noch erfolgreich einen Kescher platzieren kann. Ohne Vorwarnung hat der Bissanzeiger wieder losgeschrien. Das kam dabei raus. Ein schöner kleiner Schuppenkarpfen. Wir haben die Rute heute Mittag extra etwas tiefer platziert, weil in den flachen Bereichen überhaupt nichts ging. Und es hat sich doch bezahlt gemacht. Geil. Wie ihr seht, es wird schon langsam wieder dunkel. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir konnten jetzt am Nachmittag bzw. am Abend nochmal 2 schöne Fische fangen. Wir gehen jetzt in den gemütlichen Teil über, setzen uns noch ein bisschen zusammen. Lassen den Tag ein bisschen Revue passieren und vielleicht kommt ja in den Abendstunden noch der ein oder andere Fisch. Und in dem Fall sage ich schon mal gute Nacht, bis morgen und vielleicht bis später. Über die Nacht hatte sich das Wetter komplett geändert. Auf einmal hatten wir einen komplett zugezogenen Himmel und richtig Wind. Es war ein wahnsinniger Wetterumschwung, aber das gefiel den Fischen. Und wie das den Fischen gefiel. Es lief nochmal richtig gut an, aber das war ja klar. Schließlich war es unser letzter Tag und wir konnten nur den Morgen fischen. Doch jetzt war es erstmal an der Zeit abzubauen. Schließlich waren die Slings schon gefüllt. Guten Morgen, Freunde. Dieser letzte Tag bzw. morgen für uns startet mit dem brutalen Wetterumschwung. Wir haben mega Wind, der richtig auffrischt, eine komplett bedeckte Himmeldecke. Also ist alles mit Wolken und das hat den Karpfen heute Morgen richtig gut gefallen. Ich zeige euch jetzt hier nicht den ersten Fisch, der heute abgelaufen ist, weil der andere deutlich größer ist. Den hat Nico gefangen,
Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier nochmal auf meine Schneemann-Kombi überlisten konnte. Ja, hier ist er. Ein richtig schöner, hoher Schuppenkarpfen. Das ist ein richtiges Stier. Hinterm Kopf sieht man direkt, wie es nach oben geht. Also der hat ein richtiges Kreuz, einen richtigen Nacken. Sieht fast schon aus wie so ein Fisch aus dem Meer. Mit diesem riesen Nacken hinten dran. Also unfassbar. Ja, richtig geiler Fisch. Der hat natürlich auch entsprechend Druck gemacht, entsprechend Dampf gemacht. Und uns eben heute Morgen einen schönen Start in den Tag ermöglicht. Ja, genau. Nico, wie gesagt, konnte seinen kurz davor fangen. Und die Kanone von ihm, die ein wirkliches Urzeitmonster ist, so hat er es vorhin beschrieben, ja, den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja Leute, nachdem Jonas seinen Fisch eben präsentiert hat, zeige ich euch hier meinen Urzeitfisch. Richtig, richtig geiler Spiegler. Mega schöner Fisch, den konnte ich heute Morgen direkt, nachdem wir die Routen rausgefahren haben, überlisten. Auf der einzelnen Poppy-Route, die wir, wie ich gesagt habe, als kleine Falle gestellt haben. Kleines bisschen Mais außenrum. Das hat er sich schmecken lassen und schaut euch mal an, wie geil der aussieht. Richtig alt. Die Haut ist schon teilweise ein bisschen blutunterlaufen. Mega geiler Fisch. Ich bin so happy. 19 Kilo. Einfach geil. Die Fische sind jetzt versorgt und es ist tatsächlich aufgegangen. Der kleine Futterplatz auf der Sandbank, wo wir gestern mit dem Boot entlang gefahren sind und Plätze gesucht haben. Man hat richtig schön gesehen, wie sie kleine Fraßlöcher hatten. Und genau dort nebendran habe ich meinen Köder platziert. Wie gesagt, ein bisschen Mais drauf. Kleines Feld, das war nicht mal Meter auf Meter. Und es hat tatsächlich funktioniert, so einen schönen Karpfen zu fangen in so flachem Wasser. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher erwartet, dabei ist wieder ein etwas kleinerer. Aber ich bin natürlich mega happy, so einen großen Spiegler auf den kleinen Platz fangen zu können. Ja, wir bauen jetzt ab. Es ist jetzt Zeit, zurückzufahren. Der Regen naht auch immer mehr. Aber ich glaube, Jonas macht jetzt erstmal einen Kaffee, weil der ist absolut noch nicht fit. Der war recht lang wach heute Nacht. Und ja, dann bauen wir zusammen und dann heißt es wieder ab nach Hause. Sprint, hinten und hintere Tür. Wo? Hinten und hintere Tür. Unsere Session neigt sich dem Ende. Das Auto ist gefüllt. Ich bin mit einem Kaffee gestärkt. Wie geht's dir? Ja, ich habe auch gerade noch mal eine Kleinigkeit gegessen. Also wir sind fit für die Fahrt. Haben bis noch 2,5 Stunden Heimreise, je nach Verkehr. Wir hoffen, das ist alles frei. Die Autos haben sich soweit in den Urlaub verzogen und stehen jetzt auf irgendwelchen Campingplatz und lassen uns in Ruhe. Wir hatten eine erfolgreiche Session, wir sind voll zufrieden, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Ja, wie gesagt, bin komplett zufrieden. Jetzt nach dem letzten Frankreich-Trip war es ein bisschen Motivationsangel. Nico hat einen wahnsinnig geilen Fisch gefangen. Also das war wie gesagt ein Urzeittier. Also besser hätte ich es nicht beschreiben können. Unglaublich. Dann noch ein klasse Graskarpfen, gleich als Start in diese Session. Mit einer wunderbaren kulinarischen Verpflegung ging es weiter. Dann hatten wir noch hier tolles Wetter, jetzt sehr windiges Wetter. Deswegen machen wir uns jetzt auf die Heimreise, wie Nico gesagt hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram abonniert habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Da halten wir euch immer während den Sessions auf dem Laufenden. Das Video ist natürlich wieder zeitversetzt, weil wir das Ganze noch schneiden müssen. Aber wir fahren jetzt erstmal los. Wünschen euch Petri Heil, bleibt am Ball, bis zum nächsten Video. Was gibt es denn bei euch so, beziehungsweise was war das Aufwendigste, beziehungsweise cool? Das kann ich nicht aussprechen. Kulinarisches Essen. Die gönnt uns ja auch fast schon. Ja, wieder, das ist schon so Dinge, wie das Essen, gell? Ja, okay. Es geht halt immer nur ums Essen.
Ja, wir haben uns gerade noch mit Nico seiner großen Leidenschaft gewidmet, dem Essen. Als Maul, Alter. Ja, okay. Kleiner Spaß am Rande. Fang Nico, wir müssen Schluss sehen. Quatsch! Tu mal so, als ob du es fangen würdest und du kriegst es einfach ins Gesicht. Nein. Nur einen 10 mm als kleiner Attraktor auf einem Maisfeld. Und ne, das weiß ich gut. So was Maisfeld. Alter, als kleiner Attraktor auf dem Maisfeld. Ich hab erst gedacht, als ich den gesehen habe gestern, hab ich gedacht, der andere kommt gleich mit dem Sidekick. Ich bin ein bisschen zu flach, das tut weh, wenn ich dich da runter drehe. Komm, dann kann ich wieder vertonen, dass du so toll unsere Instagram-Seite machst. Was denn, ich hier ein bisschen wieder mein Handy rumfuchtelt oder was? Nico tindert wieder und wischt alles nach rechts. Ja, falsch, meine ich. Jetzt steht's zu Ende. Halt die Fresse, jetzt ist es kalt hier, ja? Sonst kommt der mit Schwung hier rum und gibt dir keine Bankstelle, ja? Das wäre doch auch geil. Okay. 4, 6, 4, 6. Ja, das war voll schon. Wir hatten nur noch 107 mal 2. Ja, meine Freunde. Ja. Nein, ich hab gerade gesagt, du sagst jetzt, damit du ruhig ist und dann abfahre ich an, aber ich muss die Karte lösen.